Servus, liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute zu einem der dümmsten Sachen, ich würde nicht sagen, die ich gemacht habe, aber ich bereue es, dass ich mich dafür entschieden habe, schon jetzt. Und zwar hatte ich vor ein paar Wochen oder Monate vielleicht sogar schon, habe ich damit angefangen, die Sachen, die man benötigt für den Erfolg, Türmestürmer nachzuholen, weil ich irgendwie Bock hatte, den Erfolg abzuschließen. Torghast mittlerweile super, super einfach ist. Und naja, ich hatte einfach Bock drauf. Ich wollte den Titel haben und den Meta-Erfolg. Jetzt dachte ich mir, okay, ich sag immer gerne Sachen und mache sie dann nicht zu Ende, weil ich zwischendurch keinen Bock mehr habe. Aber, Freunde, Scheiße, das war nicht gut, dass ich das mitgenommen habe. 30% weniger, oder? Weißt du, statt 30% erhöht, ja gut. Nice, habe ich mir meinen Arkanschaden selber massakriert gerade. Perfekt. Aber, meine Freunde, jetzt ist es soweit. Wir gehen hier einfach jetzt durch. Wir machen jetzt den Türmestürmer. Und es hilft nichts. Da muss man auch mal, unpopuläre Maßnahmen ergreifen. Und unpopulär ist Torghast auf jeden Fall gewesen. Also, keine Ahnung, jetzt wo ich hier wieder drin bin. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Mir fehlt ja nicht mehr viel. Es sind nur noch die gewundenen Korridore. Den Rest, ja komm, gönn mir Haste. Es ist eigentlich auch scheißegal, was man hier nimmt an Boni, weil mit gutem Gear pflügt man hier doch ziemlich gut durch. Aber es skaliert auch tatsächlich ein bisschen nach oben. Ich bin mal gespannt. Es fehlen nur noch die gewundenen Korridore. Aber, und das ist der Part, der super nervig ist, im normalen Torghast hatte man, glaube ich, 6 Stockwerke. Da waren es dann später 5, irgendwie sowas. Ich glaube, Blizzard hatte da nochmal was geändert. In diesen dümmlichen, gewundenen Korridoren hast du einfach 18 Stockwerke. Also auf dem 18. Stock ist dann der Endboss. Und ich sag's euch, wie es ist. Spaß davon, macht hier kein einziges Stockwerk. Also, ihr könnt euch das vorstellen, damals, oder wenn ihr damals gespielt hattet in Shadowlands, diese gewundenen Korridore, zumindest mit dem Gear, welches man hatte, als das rauskam. Ich hatte es damals halt bis Stufe 4 gespielt und danach war ich halt, ne, war ich raus, weil 18 Stockwerke sich hier durchquälen und dann, es hat teilweise ewig gedauert. Manche Klassen waren halt in Torghast besser als andere und das war schon damals ein ziemlicher Pain in the Ass, diesen Grind zu machen und das ist es auch jetzt ehrlich gesagt immer noch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es super viel Spaß macht. Der einzige Grund, warum man es jetzt halt einfach auf sich nehmen kann, ist halt die Tatsache, dass, ja, man hat das Gear und fegt hier über alles hinweg. Das ist schon ganz nützlich. Also, wir sehen, was brauchen wir dafür. Spießrutenlauf des Kerkermeisters, das ist das Ding in Torghast. Das sehen wir gleich noch, wenn ich zurückkomme. Das ist das Ding, was direkt neben den gebundenen Korridoren hier ist. Also, das hat tatsächlich sogar Spaß gemacht damals, wenn ich ehrlich bin. Hatte ich aber auch nur bis Stufe 4 gespielt, weil länger braucht ihr nicht für den Erfolg. Dann makelloser Meister. Alle Wings von Torghast auf Stufe 16 mit 5 von 5 Sternen abschließen. Das war damals mit dem Gear auch schon nicht mehr so das Problem und jetzt erst recht nicht mehr. Adamantgewölbe, das, wenn ihr damals aktiv gespielt habt, werdet ihr das höchstwahrscheinlich erreicht haben. Dafür musste man, glaube ich, einen Run ab Stufe 12 oder so, oder war es auf 16, auf makellos machen. Dann ging dieses Adamantgewölbe auf, dann hat man einen extra Bonus bekommen. Das war richtig easy. Und dieses Meister der Qual, 4 verschiedene Folgen nochmal abschließen in Torghast. Auch das ist mit dem aktuellen Gear tatsächlich richtig, richtig einfach. Und ihr seht es, diese makellos Viechers, die habe ich zum Teil damals gemacht. Ich glaube, nur einen damals oder gar keinen. Gar keinen, doch einen. Die oberen Ebenen. Den Rest habe ich dann alles in Dragonflight gemacht. Das ist halt, ne, es ist super einfach. Und so ist es jetzt auch hier. Ich kann mich noch erinnern, in Shadowlands war ich tatsächlich mit meinem Cousin, waren wir hier auf gewundenen Korridore Stufe 5 drinne und wir sind irgendwie auf Stockwerk 14 bis 16, irgendwie so sind wir gewiped. Dann kommt der Taragru, wenn du deine 5 Tode aufgebraucht hast und peitscht dich halt aus dem Leben. Und ich weiß noch, es hat ewig gedauert und dann bist du kurz vor Ziel gestorben. Das war echt richtig toxisch.
sag ich euch, wie es ist. Jetzt haben wir aber zumindest den ersten Part schon mal geschafft. Ich würde euch raten, wenn ihr das selber machen möchtet, rennt einfach durch. Die Anima-Boni braucht ihr nicht zwingend. Oder ihr sammelt automatisch welche. Und welcher ganz gut ist, jetzt muss ich nur gucken, wo der sich befindet. Jemand hier, Bewegungsgeschwindigkeit in der Nähe einer Wand oder der Seite eines Korridors um 60% erhöht. Das seht ihr gerade, habe ich gerade aktiv. Und man kann die ganze Zeit auch diese Dinger hier, diese Brocken in der Mitte des Raumes gelten als eine Wand. Und so kann man sich durch so ein Level die ganze Zeit mit 60% mehr Movement Speed durchschleichen, wenn ihr einfach am Rand von gewissen Objekten lang geht. Aber auch hier seht ihr, der Dude hat jetzt mittlerweile 6 Mille Life. Das ist gar nicht mal... ist auf dem Niveau von BFA Mythic Bossen teilweise, aber ja, mit dem aktuellen Gear, der wird halt richtig weggepeitscht. Und dann haben wir es geschafft, die gewundenen Korridore Ebene 5. Der Erfolg ist eingetütet, heißt, es fehlen noch 3 Ebenen, 6, 7 und 8. Was da halt auch zu beachten ist, ihr müsst halt jeden einzelnen vorher gemacht haben bei den gewundenen Korridoren, damit ihr den nächsten freischaltet. Wäre ja auch fast zu einfach, wenn Blizzard da sagen würde, jo, könnt direkt Stufe 8 gehen. Als nächstes schalten wir mit Stufe 6 den Bonustitel Spitzenpirscher frei. Das ist ganz cool. Stufe 7 nix. Und ich glaube, mit Stufe 8 gab es sogar noch einen Mount. Nämlich die Schlundratte müsste das sein. Ja, der Korridorkriecher. Das Ding war nämlich damals auch. Ich hätte es sehr, sehr gerne gehabt. Das war der einzige Grund, warum ich mir diese gewundenen Korridore angetan hatte. Weil damals konntest du im Schlund noch dein Reitmount nicht benutzen. Es gab nur einmal pro Woche die Chance bei einem Event. Das war, glaube ich, hier irgendwo im Bestienlabyrinth. Da konnte so eine Schlundratte sich quasi selber als Mount droppen. Habe ich nie bekommen. Dann dachte ich mir, okay, holst es dir hier rüber. Aber irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was, I don't give a shit, ob ich dieses Mount jetzt bekomme und ob ich überhaupt eins habe. Es ist jetzt so, wie es ist. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt den Auftakt gemacht. Ebene 5 ist abgeschlossen. Das ist ganz gut. Und jetzt theoretisch, ja, holen wir das noch. Das machen wir auf jeden Fall voll. Dann gibt es den Türmestürmer-Erfolg. Und dann, ich habe sogar so ziemlich viele alle Torgast-Erfolge, das hätte ich nicht gedacht. So geil war das nämlich alles damals nicht, aber was man hat, hat man. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Kann sein, dass ich das jetzt wieder ein bisschen öfters mache, ich will es für nichts versprechen, aber zumindest dieses Türmestürmer-Ding, das habe ich angefangen, wie gesagt, da ich scheinbar im Oktober hier diese Erfolge gemacht hatte mit makelloser Meister und so, nehme ich an, dass da im Oktober auch das letzte Video dazu kam. Dementsprechend, den hätte ich jetzt schon gerne und den versuche ich mir jetzt auch in den freien Minuten zu holen, die Erfolge. Und ich bin ehrlich, ich finde es gerade super langweilig in WoW. Vielleicht fange ich an, wieder ab und zu so ein paar Erfolge zu holen. Zum Beispiel hätte ich auch sehr gerne dieses Ding aus der... Den hätte ich gerne noch, Schlüsselmeister, den Titel. Und diesen Meta-Erfolg aus der Zaralek-Höhle. Da muss ich mal gucken. Dieses Kesara... Da... Das Ding. Da fehlt auch am schönsten ist es in Loam. Da fehlt mir nur noch eine Stufe. Und Schätze der Zaralek-Höhle. Da fehlt mir nur diese brodelnde Truhe, wo man diese dümmlichen Kugeln sammeln muss. Aber auch das ist jetzt nichts, was super schwierig ist. Aber irgendwie, ich hätte gern mehr Erfolgspunkte. Vielleicht dadurch, dass mir jetzt sehr, sehr langweilig ist, habe ich da in Zukunft wieder ein bisschen was zu tun oder zumindest eine Motivation, was zu tun. Wir werden sehen. Aber ich werde jetzt nicht jeden Run in den gewundenen Korridoren euch hier mit rein vergenusswurzeln. Ich glaube, das ist ein bisschen zu langweilig. Aber... ja, sobald ich den Titel habe, werdet ihr es wissen und dann mal schauen, wie wir weitermachen. Damit danke an euch herzlichst fürs Zusehen. Wenn ihr selber Bock auf den Erfolg habt oder auch auf diesen Meta-Erfolg, ran an den Speck. Es ist wirklich nicht kompliziert, sondern halt einfach nur teilweise ein bisschen nervig und grindy. Aber ansonsten, let's go, have fun. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Reingehauen.